Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, die Grüße gehen heute raus an Natalia Geroll. Und wir starten in Großbritannien. Und unsere Rike hat hier Level-Ups. Die ja, werden wir jetzt erstmal vergeben. Damit ist sie ausgelevelt. Und sie hätte die Möglichkeit, eine Werteverbesserung oder eine Wetterverbesserung zu bekommen. Das wäre super egal. Nein, es werden natürlich die Apfelkekse. Das unnötigste von allen. Okay. Hier kann es nur gut werden, aber die Verbesserung wäre natürlich das Beste. Und es wird der wie heißt er? Auf jeden Fall die Wetterverbesserung. Hier hätten wir jetzt die Chance, die Wetterverbesserung mit einem Schleifchen zu bekommen. Aber es wird die Geschwindigkeit. Ja, damit ist sie fertig. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir uns die Post an. Oh, ein wildes Fantasiepferd. Dann gehen wir gleich mal auf die Fantasieinsel. Und hier ist das Onyx-Einhorn Stufe 2 unterwegs. Ja, Onyx-Einhorn haben wir ja eigentlich schon fertig gezüchtet, von daher. So, und hier haben wir ein Spinellfeenpferd-Hengstchen. Ja, ich habe dann nochmal geschaut und hatte irgendwann Glück, dass ein Hengstchen frei war zum Züchten, der gute Woody. Und ja, der gute Sky kam dabei rum. Den versuchen wir jetzt auf jeden Fall groß zu ziehen. Ich hoffe, es dauert nicht zu lange. 110 Punkte bis zum nächsten Level. Wir könnten natürlich auch mal gucken. Es gibt auch schon Stufe 3 Spinellfeenpferde. Ich weiß gar nicht mehr, wo war das? Ich weiß, dass sie einen hatte. Wir gucken einfach. Hier. Stufe 3. Hengstchen. Vielleicht ist er auch noch in der Zucht oder auf der Weide. Wer hatte denn noch? Ich muss mir das endlich mal aufschreiben. Also ich hätte bei zwei Leuten das Spinellfeenpferd. Stufe 3 Hengstchen. Oben. Dann würde ich doch sagen. Oh. Züchten wir hiermit. Da ist die Chance auf Stufe 2 auch ein bisschen größer. Der Bobby. So, und der Kleine kann dann in Ruhe erwachsen werden. Gratis Zuchtverbesserung, ja. Ich weiß nicht, wenn wir es hier einsetzen, wird wahrscheinlich die Chance auf Stufe 2 ein bisschen geringer. Ich glaube, Stufe 2 wäre uns erstmal das Liebste. Und das wird natürlich Stufe 1. Ärgerlich. Aber wir kommen wieder. Definitiv. Na komm. Weiterladen bitte. Okay, er hat sich nur Zeit gelassen. Dann würde ich sagen, schicken wir den Kleinen mal auf die Weide. Er hat jetzt genug Zeit, erwachsen zu werden. Der gute River ist jetzt Level 10. Achso, und Myrna. Noch nicht. Die muss auf die Weide. So. Dann. Ja, schauen wir erstmal nach Montana, würde ich sagen. Wenn wir schon hier drüben sind. Ja.
Und was haben wir hier? Ein Lipizzaner Stütchen. Aber Stufe 1, ne? Na gut. Wir können ja erstmal den guten Fischer rüberschicken. Dann schicken wir sie gleich auf die Weide zum Trainieren. Die beiden versuchen es nochmal mit Stufe 2. Immerhin 32% Chance. Nein, das wird Stufe 3. Ein Stütchen. Ach Gott. Na gut. Ja, dann soll es einfach erstmal noch nicht sein. Wir schauen uns mal die Post an. 1900 Münzen als Stallbursche verdient. Die Pferde wurden gestreichelt. Uns wurde geholfen. 2191 Münzen als Suchtbelohnung. Das Dorf wurde besucht. Clubmitteilung haben wir. Werbung können wir ansehen. Und ja. Standardansage. Dann schauen wir uns das Quiz an. Wie viele Pferde leben in den Vereinigten Staaten? Laut der Zählung im Jahr 2005. Ist schon ein bisschen her. Also 2,9 Millionen, 11,2 Millionen. 7,8 Millionen, ich glaube, das waren 9 Millionen, genau. Das Heckpferd wurde von deutschen Zoologen aufgrund dieses ausgestorbenen Tieres gezüchtet. Quagga, Tarpan, Dodo, was ist das Tarpan? Und auf welcher Ranch können im Spiel Apfelbäume wachsen? Deville, Montana, Füssen, das ist Deville. Schauen wir nach Frankreich. Ja, die Perschhornzucht möchte auch irgendwie nicht so ganz klappen. Wer bist denn du? Der Ace. Das ist unser Ace. Ach. Lonzo. Gucken wir mal. Ja, unser erstes Perschhorn. Bist du auch eine Stute? Die Rose. Tja, haben wir noch irgendwo einen Platz frei, oder? Muss ich hier schon winnen? Ach, hier, Fifi können wir verkaufen. Genau, die war soweit. Dann trainiert Rose auf jeden Fall jetzt mal hier drüben. Mal den Red her. So, Fokka. So, die Weide schnell säubern. Und dann gucken wir, ob wir Glück haben und ein Percheron Stufe 3. Ach Quatsch, was will ich denn mit meinen Fantasiepferden? So. Hatte nämlich, glaube ich, auch Trine. Genau. Und es steht zur Zucht bereit. Dann versuchen wir es doch einfach mal mit Stufe 3. Wird zwar teurer, aber die Chancen sind größer. Und das hier müssten sie sein. Hengst und Stute. Können wir uns aussuchen mit wem, aber nehmen wir mal den Hengst. Immerhin über 50% auf ein Pferd, das wir brauchen. Und wir kriegen natürlich Stufe 1. Mensch. Ach ja. Jetzt spielen wir viel Pferd Stufe 1. Oh, jetzt schon Stufe 2 ein Hengstchen. Ja. Na gut. Wissen wir Bescheid. So, dann gehen die beiden hier auf die Weide. Und wir schauen nochmal nach Deutschland. Hier trainieren schon Aspiranto und Milka, denn Aspiranto, hatte ich ja mal gesagt, eventuell wird er noch verbessert, auch wenn er nur mystisch ist. Aber vorher kommen auf jeden Fall noch die
also zumindest ein Schwarzwälder und ein Fjordi dran. Hachiko und ja. Wertetechnisch haben wir ausdauer- und tempomäßig ordentlich was zu tun, aber ich finde ihn einfach schick. Gut, die haben wir alle abgeholt. Dann würde ich sagen, geht's an die Verbesserung, Wetterverbesserung. Goldfieber hatte schon seine beiden, ne? Du warst ja Donnerhuf und Sonnenstreicher. Sagen wir es nochmal, versuchen einen zu verbessern, oder wollen wir jetzt erstmal, ich würde erstmal sagen, die anderen kriegen auch was. So eine kleine Verbesserung. Aber wer? Wer zuerst? Ronja, Kate oder Lea? Wir nehmen mal Lea. Lea war als erstes da. So, jetzt habe ich natürlich nicht mehr im Kopf, wie weit ich laufen muss. 1800, 2400, irgendwie so in dem Dreh. Wir werden es sehen. Wenn die Ausdauer zuvor zu Ende ist, wird es uns zum Glück angezeigt, wie weit wir noch laufen müssten für die, für den Meilenstein, also für die Verbesserung in dem Fall. So, fast. Fast 1000 Meter geschafft. Und nochmal einen Boost bekommen. Ich muss nochmal gucken. Theoretisch, Hachiko müsste ja jetzt eigentlich fertig werden dieses Mal mit seinem Sprungwert. Wenn ich das richtig im Kopf habe, muss ich nochmal schauen. Oh, oh. Ja, das war doof. Naja. Immerhin, in Russland ist heute gutes Wetter. Kein Schneetreiben. Also Goldfieber hat ja Donnerhof und Sonnenstreicher. Dann wäre es vielleicht mal gar nicht schlecht, wenn Lea den Regen bekommen könnte als Verbesserung. Ja, wir müssen definitiv... Oder wenn sie 1,8 waren, dann haben wir es geschafft. Sonst müssten wir verlängern. Müssen verlängern für 200 Meter. 208. Naja. Dann machen wir die 2400 Meter jetzt noch voll. Dann gucken wir, dass Lea leider recht schnell zum Ende kommt hier, damit wir dann noch ein Rennen versuchen können. Na, jetzt hat sie natürlich noch einen Booster bekommen.
Okay. Da bin ich mal gespannt. Was wird es? Und es wird der Sonnenstreicher nochmal. Na gut. Oha, Isabella. Oh, Magical hat schon 2 Wetterverbesserungen. Nicht schlecht. So. Okay, 800 Münzen in Russland gesammelt. Australien war das. Da müsste ich noch, weil danach noch ein Rennen kommt. 3000 Meter. Lea, das schaffen wir. Wie sieht da? Und die Wetteranpassung. Anpassung passt sogar. So. So. Machen wir das jetzt noch. Und dann schauen wir noch mal schnell nach Hachiko. Ich hoffe, den habe ich draußen stehen. Wahrscheinlich aber nicht. So früh das Schild verloren. Ach, schade. Aber es gibt noch mal Ausdauer, auch nicht schlecht. Wie fehlt die Musik im Hintergrund? Ich weiß nicht. Das ist auch nicht verkehrt. 1200 Meter von 3000, also noch nicht einmal die Hälfte. Aber hier geht es zumindest geschwindigkeitstechnisch ein bisschen flotter voran als in Russland. Meter noch. Gut, dass der Booster wieder aktiv war. Oh, ja, die Hindernisse werden etwas höher. Teilweise. Habe ich gedacht, das wird nichts mehr, aber doch. Und ein Booster, sehr schön. Kurze Entspannungsphase. Ja, sofort ein Hindernis mitgenommen. Nein, und dann nicht springen. Ob wir jetzt die 3000 Meter noch schaffen? Wahrscheinlich nicht. Nee, toll, 79 Meter. Ja, okay, heute läuft es einfach nicht so gut, weder bei den Zuchten noch im Rennen. Aber 3000 Meter geschafft. Jetzt versuchen wir noch ein paar Münzen zu holen. Oh, das war sprungtechnisch ziemlich bescheiden. Och. Na gut. Immerhin 5600 Münzen.
und die Verbesserung, ja, die Chancen auf das Schleifchen beim Sonnenstreicher sind sehr gering. Aber es wird's. Okay. Auch nicht verkehrt. So, Hachiko steht da hier. Hattest du auch? Beim Donnerhof, das Schleifchen. Habe ich ihn hierher gebracht oder wo ist er hin? Könnte auch auf Fantasieinsel sein. Oder steht dann sogar noch in Frankreich? Auf jeden Fall noch mal rüber zu den Sternzeichen. Ne, dann ist er bestimmt schon auf der Fantasieinsel angekommen. Ja. Okay, also Spring braucht beide Verbesserungen noch, dann ist er fertig. Schafft er diesmal. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und versuchen es natürlich beim Spinellfeenpferd weiter. Immerhin Hengst und Stute haben wir jetzt, also ja, das geht definitiv weiter. Bis dann. Tschüss.